Servus Leute, zurück zu Duel of Champions. So, das letzte Mal haben wir ein paar wunderbare Duelle gemacht mit Freunden. Und jetzt habe ich zum Glück mal Kinder des Lichts, Stammesführer, war auch geil, kann ich Tokol wieder in Action erleben. Aber Kinder des Lichts, ich habe schon ewig darauf gewartet, dass ich mal Zuflucht testen kann. Ich habe ja schon vorletzten Part, wenn ich mich recht erinnere, euch mein Alia-Deck gezeigt. Na, vielleicht schauen wir es uns erstmal an. Wie ich Alia gebaut habe. Dann. Wartet. Habe ich das nicht schon sogar mal gezeigt? Was? Nein! Ich will kein Duell! Oh nein. Also Alia, dann hier wunderbar Steuerntreiber, Kreuzritter Wachmann, Greifarmbrustschütze, Kreuzritter Vorhut, Greiflegionär. Zweimal den wohltätigen Engel, viermal Kreuzritter Schatzmeister. Also es ist eine Mischung aus Kreuzrittern und Greifenwächtern, könnte man sagen. Ah nein, Engel der Erlösung habe ich mir extra geholt, weil die ist irgendwie so eine Keycard in dem Deck. So, dann Engelbeschützer dreimal, finde ich nicht schlecht. Das könnte was gegen Necro sein, um so einen Versklaven loszuwerden und die Kreatur wieder zurückzubekommen. Steuerfeuer, Scharfschütze, jawohl. Kreuzritter Sergeant und Engelkommandeur, ganz neu. Hat die erste Runde keine Chance, dass er entfernt wird. Finde ich ganz gut. Hikyu ist auch ziemlich nützlich, dadurch, dass ich mit Alia meine Kreaturen und den vielen Lebenspunkten dieser Kreaturen vielleicht einige über den sechsten Zug hinaus leben lassen kann, also im Leben lassen kann, da ist Hikyu vielleicht ein guter Finisher. Oder einer, der das Blatt wendet. Dann zur Unterstützung noch Sonnenbrand, Magmaausbruch, blendendes Licht, sehr guter One-Removal und Arkads Zorn. Ja, bei den Ereignissen, den Standard. So, nein. Bitte nicht stören. Ach, das ist immer so ein Problem. Na gut. Nein, Quatsch. Normalerweise schon, aber jetzt war es gerade Pech gehabt. So, wir wollen nämlich Alia testen. Okay, und Level 10 wäre ein bisschen zu, naja, Overkill gewesen. Ich glaube, egal. Mach mal los. Nicht weiter nachdenken drüber. Einfach starten. Schauen wir mal, ob Alia mit Zuflucht eine Chance hat. Perfekt. Haben wir schon den perfekten Gegner. Das wird interessant. Ariana habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Ich behalte einfach mal die Hand. Ich kann gleich zwei Steuerntreiber hier raushauen. Könnte gut sein. Ah, blöd ist, dass ich den zweimal auf der Hand habe. Gut ist, dass ich... Schaut euch das an. Much value. Much value. Okay. Jetzt habe ich Angst. Leider kann ich mit einem Mana nichts machen. Ariana, die nichts macht. So viel Steuereintreiber. Verflucht, mit den Steuereintreibern kann ich nichts machen. Ja doch, ich kann den ausspielen. Oh, das ist doch schon mal was. Infektionsmarke. Oh, ja, der ist auch gut. Der ist auch ausgezeichnet. Oh, das war ein Fehler. Meinerseits. Egal. Da kann der Dean entfernen. Aber das macht mir nichts. Ein Stadttor. Das wäre wunderbar. Och, der kann nicht ausgewählt werden. Das ist aber schade. Kannst du ein Stadttor auf den wirken? Ach toll. Komm, bitte tu's. Ist doch geil, oder? Aber da ich weiß, dass er jetzt Statue hat,
Es ist nicht gut, noch mehr von diesen auszuspielen. Ach, ist das lästig. Soweit ich weiß, sobald die gestackt sind, da kommen mehr drauf auf die Hand. Tja, du hättest deine Heldenfähigkeit einsetzen. Oh, schaut euch das an. Namtaro, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Namtaro. Na, der kostet es 3. Sonst hätte ich dabei weitem mehr gemacht. Ich kann leider keinen in der vorderen Reihe töten. Schade. Ich könnte schon. Ich will aber nicht. Ich will den auch nicht ausspielen wegen dem Stadtportal. Hey, pass auf. Ich kann ja im nächsten Zug theoretisch 4 Schaden mit ihm machen, wenn er liegen bleibt. Das passt dann auch dementsprechend. Ja, den nehme ich halt auf die Hand. Aber jetzt kein großes Problem mit dem. Okay. Jetzt wird's blöd. Oh. Drei, zwei, dann hätte ich noch 3. Infektion 2. 3, 5. Das gefällt mir. Leider wird er nicht mehr geheilt, aber das macht ja nichts. Nicht unbedingt. Nächsten Zug kann ich ja auch eine Kreatur von ihm invalide machen, erblinden lassen. Und dann wird's wunderbar. Kann ich einfach durch sie durch. So, jetzt beginnt er. Ah, eine Todesfee. Wunderbar, dass dort oben wieder nicht ergeht. Das habe ich schon befürchtet. Wunderbar, der ist entfernt worden. Oh, der Engel. Der Engel. Ist das nicht wunderbar? Hab keinen mehr. Jetzt kommt der Engel noch ins Spiel. Wunderbar, sag ich doch. Leider können die Engel halt angetargetet werden, aber wenn er dort oben den antargetet, das wird er wahrscheinlich auch machen. Ja, da sind meine Menschen geschützt. Wenn er den dort unten targetet, ah, dann ist da eine starke Kreatur im Spiel. Der hat keine leichte Wahl. Okay. Ja, spiel ihn dorthin, komm. Ach, verflucht. Du kleine Hässliche. Na gut. Den behalte ich mal auf der Hand. Sicher ist sicher. Dann heilen muss ich keinen. 4, 2. Das ist gut. 4, 2. Angriff. Habe ich mich verzählt? Zwei. Ah, passt. Machen wir so. Angriff! Akazorn ist drin, also auf 5 Magie steigern.
Nun gut. Gregu. Okay. Was noch? Komm, spiel Versklaven. Ich warte darauf, dass du Versklaven spielst. Leider erhöht sich nicht deine Magie. Du müsstest die Magie noch erhöhen. Spiel Versklaven. Erhöhe die Magie. Ach, du kannst die Magie gar nicht erhöhen. Erdrutsch. Wie, was? Ach, ja. Da wurde nicht der Mensch ausgewählt, sondern das Feld. Jawohl. Führungskunst. Komm, give it to me. Nein! Besser. Viel besser. Und habt ihr gesehen? Arkads Zorn kommt uns besuchen. Oh ja. Damit kann ich seine ganzen lästigen kleinen Viecher aufräumen, falls notwendig. Aber ich habe jede Menge Trümpfe noch auf der Hand. Wenn er was Böses, Großes spielt, habe ich was auf der Hand. Wenn er einen bösen Zauber wirkt, habe ich was auf der Hand. Und wenn er das Board flutet, habe ich was auf der Hand. Okay. Ah, schaut euch den an. Ah, ja, der muss erblinden. Da haben wir die Antwort für eine Erblindung. Oder was? Ja, genau. Blöd ist, dass hier jetzt... Ja, genau, der Licht kommt. Der Licht ist nervig. Cool, allerdings ist, dass diese Reihe jetzt absolut durchlässig ist. Zauber kann ich nicht zerstören. Heilen will ich gerade nicht. Karte ziehen. Ach, wunderbar, noch mehr Blindung. Ach, ein Fest für die Blinden. Haha, wenn der Engel noch immun ist. Ja, was dann? Was machst du dann? Oh ja, das geht. Wenn der Engel auch noch immun gegen Targeting ist, ach, da ist Ariane aufgeflogen, befürchte ich. Jetzt bräuchte sie schon einen Insektenschwarm. Zweimal am besten. Und selbst das würde nicht komplett ausreichen. Da wäre noch eine Kreatur da. Die wäre noch da. Ah, wobei, aber sonst, ja, zwei Insektenschwärme wären die Lösung. Geil ist halt diese Reihe. Die ist sowas von krass. Ein verfluchtes Band. Ja, warum nicht? Auf eine von deinen Kreaturen. Du kannst keinen von mir auswählen. Jawohl, das ist herrlich. Du kannst deine Kreatur nicht mehr verschieben. Da geht gar nichts mehr. Oh, das ist perfekt. Ah ja, ich habe auch einen Friedhof. Dachte jetzt, habe ich überhaupt einen Friedhof? Ja, dann kommt halt der nimmer. Weiß schon, den magst du nicht so. Ja, gewonnen? Fragezeichen. Ach, verdammt, dass da kein so Zeug kam. Naja. Jetzt kann ich ihn leider nicht mehr schützen. Egal. Würde ich sagen. Wartet. Ich muss die Fähigkeit nochmal genau durchhängen. Einen Kämpferangriff. Wir werden allen gegnerischen Kämpfern zwei Schaden zu. Ihr seid Flieger und keine Kämpfer. Du bist kein Flieger. Du bist ein Magieschütze. Das ist blöd. Na gut, dann wirkt es halt nicht gegen ihn. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Karte ziehen. Oh ja, schaut mal.
Kreuzritter machen. Und jetzt können wir was von ihm entfernen. Nur am besten hier eine Todesfee. Ja, Todesfee ist Value. Ich könnte noch irgendwas blenden, aber... Nein, ich habe vergessen anzugreifen. Oh, ich würde vergessen anzugreifen. Nein, dann wäre es vielleicht in der nächsten Runde schon geschehen. Wenn ich jetzt deswegen verliere. Ah, das wird schon schwierig, deswegen zu verlieren. Schaut euch mein Board an, das ist grandios. Bevor er irgendwas machen kann, muss er meinen Engel vernichten. Der Engel ist ziemlich mächtig. Komm, Schicksal, Herz der Karten, mach meinen Fehler wieder wett und gib mir ein Ereignis. Wobei, nicht unbedingt notwendig. Ich mach den einfach blind und dann ist die Reihe auch frei. Oder mein Gegner gibt auf. Schade. Na gut. Wir haben gesehen, beim ersten Duell, das hat perfekt, so wie es gedacht war, funktioniert. Mit dem Engel waren meine ganzen Kreaturen immun gegen Ariana und ihre hässlichen Fähigkeiten. Und im besten noch die Kombination, dass sie auch noch nicht getargetet werden kann. Ist das teuflisch. Vielleicht sollte ich... gegen Necro ist einfach... Ich habe gerade überlegt, vielleicht macht es sogar Sinn... Hier in dieses Alia-Deck. Viermal Tag der Freistadt reinzupacken. Weil das war jetzt gerade eine Kombination der Karten, die hat mich sehr beeindruckt. Das war jetzt ein großes Vergnügen. Andererseits gegen die Necropolis-Meta und Zveltana ist halt Aufstieg des Niedermanten auch ziemlich göttlich. Ach ja, okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.